Hallo, liebe Kinder, heute machen wir mal was für euch. Ich bin der Tamino, hier bei Glocke für zu Hause, jetzt mal für die Kinder. Und ich bin der Tamino und ich arbeite als Kindergärtner. Aber bevor ich Kindergärtner war, war ich Löwenjäger. Und da habe ich viele, viele spannende Abenteuer erlebt. Wir haben so viele verrückte Löwen gejagt. Und heute möchte ich euch die Geschichte erzählen, als ich den Piratenlöwenkapitän Schwarzmähne gejagt habe. Also, das war so. Damals war ich mit meinem Löwenjägerkollegen Jim, das war mein bester Freund, mit dem war ich immer zusammen auf Löwenjagd, im kolumbianischen Dschungel, das ist ganz weit, weit weg von hier, in einem Dschungel auf Löwenjagd. Wir haben dort viele Löwen gesucht, wir haben auch keine gefunden, aber vor allem hatten wir damals ein anderes Problem. Als wir da durch diesen Dschungel gestreift sind, ist uns irgendwann unser Kaffee ausgegangen. Und wie ihr vielleicht wisst, brauchen Erwachsene Kaffee total dringend. Ohne Kaffee kriegen Erwachsene überhaupt nichts auf die Reihe. Und deshalb hatten wir wirklich große Probleme, weil wir schon so lange keinen Kaffee mehr getrunken haben. Also haben wir eigentlich dann gar keine Löwen mehr gejagt, sondern eher haben wir nach Kaffee gesucht. Und wir haben nirgendwo Kaffee gefunden. Ja, wo sollte man denn auch Kaffee finden in so einem Dschungel? Aber zum Glück sind wir irgendwann an ein kleines Dorf am Strand gekommen. Es war wunderschön. Da war das Meer und der Sand. Und in diesem kleinen Dorf, da standen nur ein paar Hütten. Und wir haben eine Taverne gefunden, so eine Bar. Und da haben wir gedacht, hier kriegen wir hoffentlich einen Kaffee. Also sind wir dann da reingelaufen, haben gefragt, ja, wir bräuchten bitte einen Kaffee. Doch der Barkeeper sagte uns wie selbstverständlich, Kaffee? Habt ihr es nicht mitbekommen? Es gibt ja schon seit Ewigkeiten keinen Kaffee mehr. Ich dachte, nein, das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt ihr denn dann jeden Morgen aus dem Bett? Wie schafft ihr das überhaupt, wenn ihr keinen Kaffee habt? Und dann erklärte er uns, der Kaffee ist weg. Die kaffeeklauenden Piraten haben ihn uns genommen. Aus dem ganzen Ort. Überall sie sind in alle Häuser gegangen und haben allen Leuten ihren Kaffee geklaut. Und deshalb sind jetzt auch alle hier traurig, weil sie keinen Kaffee haben. Da haben wir gedacht, ey, da muss man doch was tun. Da habe ich gesagt, gab es denn niemanden, der mal diese Piraten gejagt hat und mal den Kaffee zurückholen wollte? Doch er sagte uns, nein, noch niemand war so mutig. Denn diese Piraten sind anders als andere. Sie sind nämlich Löwen. Sie sind Piratenlöwen. Und deshalb hat es noch niemand gewagt, sie zu suchen. Naja, wie der Zufall so will, sind wir Löwenjäger, haben wir dem Mann dann erklärt. Und das klingt ja wie eine super Aufgabe für uns. Und als wir das gesagt haben, wurde es in der ganzen Bar still. Von einem Tisch sagte einer, und dann fangen alle, er sagte einer, ihr wollt etwa den Piratenlöwenkönig Schwarzmähne jagen? Und dann gab es ein lautes Gelächter, weil niemand hat geglaubt, dass wir zwei diesen gefährlichen Piratenkapitän Löwen Schwarzmähne jagen können. Aber wir waren fest entschlossen und der Barkeeper hat uns sogar noch unten aus der Theke eine alte, zerfledderte Schatzkarte gegeben. Da war dann so eine Karte von der Karibik, das ist da so eine Gegend, wo ganz viele Inseln sind. Und dort war dann ein rotes X eingezeichnet, mitten im Wasser. Da hat er gesagt, hier soll sich der Löwe aufhalten. Und da soll er auch den ganzen Kaffee haben. Wie gesagt, das kann doch nicht sein, das ist ja mitten im Wasser, so hat das auf der Karte ausgesehen. Doch der Barkeeper sagte, ja, wissen wir auch nicht, wieso das so ist, aber das ist halt so. Also da ist auf jeden Fall der Kaffee. Und dann hat er uns aber auch noch einer gesagt, hey, ihr da, zu zweit wollt ihr auf dieses Abenteuer aufbrechen? Das schafft ihr niemals. Ihr braucht ein Schiff
oder eine Crew. Ein Schiff und eine Crew? Wo sollen wir das denn herbekommen? Doch Jim sagte, er hat mal von einer Insel gehört. Isla de Coco. Die sollte gar nicht so weit weg sein. Und dort sollen die tapfersten Seeleute einkehren. Und dort finden wir bestimmt Leute und vielleicht sogar ein Boot, mit dem wir aufs Abenteuer aufbrechen können. Jetzt war aber noch das Problem, wir mussten natürlich noch zu dieser Insel kommen, zu Isla de Coco. Und wir hatten ja immer noch kein Boot. Naja, wir haben gedacht, irgendwie wird es schon gehen. Wir sind erstmal aus der Taverne rausgegangen, haben uns umgeschaut, ob wir vielleicht ein vorbeifahrendes Boot sehen, wo wir vielleicht per Anhalter mitfahren können. Doch wir haben keins gefunden. Doch dann hörte ich zwei Stimmen, die sich unterhalten haben, und ich habe herausgehört, Isla de Coco. Und dann habe ich gesagt, hey, Moment, wer ist das? Und ich habe keinen Menschen um mich herum gesehen, wo kommen diese Stimmen her? Ich habe nämlich gedacht, vielleicht fahren die dahin und können uns mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, hallo, wer hat hier gerade gesprochen? Und ich hörte eine Stimme, die sagte, hier unten. Und dann sah ich nach unten und da unten waren zwei richtig große Schildkröten. Da habe ich erstmal in meinem Ohr gegraben, ob sich da vielleicht noch ein bisschen Ohrenschmalz angesammelt hat, dass ich irgendwie nicht richtig höre oder dass ich vielleicht Tomaten auf den Augen habe oder sowas. Aber tatsächlich haben diese Schildkröten gesprochen. Dann habe ich gesagt, ich spinne doch, Schildkröten können doch nicht sprechen. Doch dann sagte die Schildkröte zu mir, naja, natürlich können wir sprechen. Alle Tiere können sprechen, nur ihr Menschen hört uns einfach nie richtig zu. Da müsst ihr mal, falls ihr einen Hund oder eine Katze zu Hause habt, müsst ihr es mal ausprobieren. Hört der mal einfach richtig, richtig lange zu und dann schaut mal, ob sie auch anfangen zu sprechen, so wie die beiden Schildkröten da. Auf jeden Fall haben wir uns dann mit den Schildkröten unterhalten. Das war ziemlich lustig, so ein Gespräch mit zwei Schildkröten. Die haben sich dann vorgestellt, die hießen Herr Meier und Frau Schmidt. Und tatsächlich war es so, dass sie wirklich vorhatten, nach Isla de Coco zu fahren, in Urlaub, weil es da so schön sein soll. Und dann haben wir sie gefragt, ob sie uns mitnehmen können. Und weil die ganz nett waren, haben sie uns auch mitgenommen. Und dann haben wir uns auf die Schildkröten raufgesetzt und sind auf den Schildkröten durchs Wasser geritten bis zur Isla de Coco. Das hat lange gedauert. Das war, wir haben glaube ich, zweimal... Das hat zweimal schlafen gedauert. Also wir haben wirklich zwei Nächte auf diesen Schildkröten sogar geschlafen und sind durch die ganze Karibik geschippert. Und dann kamen wir irgendwann in Isla de Coco an. Diesem wunderschönen, malerischen Ort. Und wir sahen schon sofort, das ist ein Piratennest. Wir hatten ein bisschen Angst. Aber als wir näher kamen, haben wir gedacht, vielleicht sind die ganz nett. Es war toll, wirklich. Da waren viele Piraten. Viele haben getanzt, gesungen und Musik gemacht und gegessen und getrunken. Und es war wirklich eine Mordsstimmung auf dieser Insel. Und wir waren uns sicher, hier finden wir ein paar tüchtige Seeleute. Und dann haben wir uns einfach mal rumgefragt in den örtlichen Tavernen und am Hafen. Haben wir irgendwelche Seeleute gefragt, ob sie denn Lust haben, uns zu begleiten, auf das Abenteuer, den Piratenkapitän Schwarzmähne zu jagen. Doch jedes Mal, als wir den Namen Schwarzmähne erwähnt haben, haben uns die Leute gesagt, ihr seid ja wahnsinnig, und dann sind sie sofort weggegangen. Es hat sich niemand getraut, mit auf diese Seefahrt zu kommen. Jim und ich hatten nicht so Angst, weil wir haben schon oft Löwen gejagt, aber alle hatten Angst vor diesem Piratenlöwen. Wir haben auch oft gefragt, habt ihr Lust, mit uns einen Piraten jagen zu gehen? Haben sie gesagt, ja klar, natürlich, jeden Piraten kann ich jagen. Dann haben wir gesagt, ja, es handelt sich um den Piratenlöwen. Und dann haben sie alle gesagt, nein, nie im Leben, das können wir niemals machen. Doch mit der Zeit fanden wir dann doch ein paar wenige tapfere Seeleute. Einer, das war Heiner Holzbein. Der hatte noch ein Holzbein, war sehr alt. Aber der hatte kein Bein mehr, sondern einen Holzstock so als Bein. Und der war ein bisschen sehr alt und auch eigentlich gar nicht so fähig als Seemann. Aber er war mutig und hat sich getraut, mit uns auf die Seereise zu gehen.
Dann gab es auch noch Pulverfass Pauline. Das war eine tapfere, junge Piratin, die sogar ein kleines Boot hatte, mit dem wir fahren konnten. Dann auch noch die Kanonenrohr Katja. Die hatte die stärksten Kanonen der Welt. Und der Flaschenfelix. Der war auch ein bisschen dumm. Aber er war tapfer und mutig. Deshalb haben wir ihn mitgenommen. Und er hat sich getraut, auf dieses gefährliche Abenteuer zu gehen. Und dann hat uns zum Glück durften wir das Schiff von Pulverfass Pauline verwenden. Es war eine ganz kleine Schaluppe. Also haben gerade mal wir sechs Leute raufgepasst. Und dann sind wir in See gestochen. Das war schön. Ich habe mich wirklich toll gefühlt, wie ein echter Seemann. Wir sind in See gestochen. Wir haben Piratenlieder gesungen. Wir haben gesungen, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises. Und so. Und es war wirklich toll. Aber dann wurde es irgendwann gefährlich. Denn es kam ein Sturmzug auf. Und wir hatten Angst, dass unser Schiff überhaupt durch diesen Sturm kommt. Doch dann geriet das Schiff ins Wanken und es war ein großes Tamtam, ein Gewitter, Blitze waren am Himmel. Doch dann sahen wir, dass vor uns eine Menge Delfine oder sowas geschwommen sind und die kamen direkt auf uns zu. Doch dann, als sie näher kamen, merkten wir, das waren gar keine Delfine, sondern die sahen ein bisschen so aus wie Löwen, aber mit Flossen, wie eine Mischung aus einem Fisch und einem Löwen. Und Kanonenrohr Katja sagte, ah ja, die habe ich schon mal gesehen. Das sind die berühmten Seelöwen. Die sind super gefährlich, wir müssen voll auf die aufpassen, aber also die können uns voll fertig machen, aber ich habe meine Kanonen dabei. Und dann begann ein großer Kampf. Sie schoss auf die Seelöwen und die Seelöwen, die sprangen da die Wasserlöwen, die sprangen da auf unser Boot und haben uns angegriffen. Und es war ein gefährlicher Kampf. Doch dann ganz plötzlich, irgendwann, schwammen sie alle mit einem Schlag weg. Alle auf einmal, so schnell sie konnten, ganz schnell waren sie alle weg. Haben uns gedacht, was war denn das? Warum sind die jetzt plötzlich alle weg? Das Gewitter schaukelte immer noch das Schiff umher. Und es war sehr gruselig, doch dann sahen wir, warum sie weg waren. Hinter ihnen sahen wir aus dem Nebel herauskommend ein mächtiges, riesiges Piratenschiff mit drei Mastern, drei Reihen Kanonen an Bug und Heck und einer schwarzen Fahne obendran. Und auf dieser Fahne sah ich die Form eines Löwen, ähnlich wie das Wappen vom Freistaat Bayern. Ein Löwe und mit einer riesigen Kaffeebohne im Mund. Und dann wussten wir, das muss das Schiff des Piratenlöwenkapitäns Schwarzmähne sein. Und es kam näher und näher. Und deshalb sind die ganzen Wasserlöwen alle weggeschwommen, weil sie so Angst hatten vor dem Schiff. Die hatten anscheinend großen Respekt davor. Und es kam direkt auf uns zu. Und nach dem, was die ganzen Leute da erzählt haben in Isla de Coco und so, haben wir schon ein bisschen Angst bekommen, weil wir wussten, jetzt ist er da. Und die hatten ein so großes Schiff und wir hatten nur so eine richtig kleine Schaluppe. Dann sind sie immer näher gekommen und wir wussten, einen Kampf gegen dieses Schiff könnten wir niemals gewinnen. Und das Schiff kam ganz nah. Es kam ganz nah. Es hat noch nicht auf uns geschossen. Und wir sahen, dass da viele Piraten waren. Keine Löwen, Menschenpiraten sind davor. Und die haben die Säbel gerasselt und haben uns bedrohlich angeschaut und haben uns ganz fiese, schlimme, böse Wörter gesagt, die ich jetzt nicht sagen möchte zu uns. Und dann, als sie ganz nah waren, erkannte ich, oben am Steuerrad vom Schiff stolzierte ein Löwe. Ein Löwe von prächtiger Gestalt, doppelt so groß wie die Löwen, die man im Zoo kennt. Mit einer Augenklappe, einem
Piratenhut, also einem Hut mit einem schwarzen Hut, mit einem Totenkopf, mit einem Säbel und 5 Pistolen. Und er stolzierte vierbeinig auf an Deck herum. Und dann sah er uns mit einem arroganten Blick an und begann zu brüllen. Und dann begann er zu sprechen. Seid ihr diese Löwenjäger, die hier angeblich unterwegs sind? Ich hatte total Angst. Aber mein Freund Jim sagte, ja, die sind wir. Dann musst und du musst wohl Captain Schwarzmähne sein. Und der Piratenlöwenkönigkapitän lachte nur und sagte, ja, der bin ich. Und kein Löwenjäger kann mich jagen. Doch dann sagte Jim, und du hast auch den ganzen Leuten ihren Kaffee geklaut. Dann sagte er, ja, natürlich. Und er hatte, dann sah ich erst, dass er eine Tasse Kaffee in seiner Pfote gehalten hat und genüsslich getrunken hat. Und Jim und ich hatten schon so lange keinen Kaffee mehr getrunken. Wir waren so neidisch. Wir haben gesagt, du fieser Löwenkönig, das kann doch nicht angehen. Du kannst doch nicht einfach allen Leuten ihren Kaffee klauen. Doch er hat gesagt, ha, ich bin Piratenkapitän Löwenkönig Schwarzmähne. Ich klaue so viel Kaffee, wie ich will. Doch dann sagten unsere anderen Crew-Kollegen Kanonenrohr Katja, der Flaschenfelix, Pulverfass Pauline und Heiner Holzbein sagten, gib uns sofort den Kaffee! Und dann erhoben sie die Säbel und dann sagten wir aber, nein, 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 das geht doch nicht. Schau mal, wie viele Leute das sind. Wir können die niemals besiegen. Ein Kampf ist total zwecklos. Und dann wollte ich eigentlich mit den Löwen verhandeln und so. Aber sie haben einfach gesagt, wir machen jetzt euer Schiff kaputt und jetzt eröffnen wir das Feuer. Und dann brüllte der Piratenlöwenkönigkapitän Schwarzmähne, Feuer frei! Und alle gingen zu den Kanonen, haben sie geladen und sie haben auf uns gefeuert. Doch dann, eine Sekunde bevor die Kanonen losgegangen sind, kletterten am Bug unseres Schiffes, also an der Außenwand des Schiffes, hunderte Schildkröten und hüllten unser Schiff mit ihren Schildkrötenpanzern ein, sodass alle Kanonenkugeln an unserem Schiff abgeprallt sind. Und das war ein unglaubliches Bild. Hunderte Schildkröten waren alle um das Boot herum. Es war, also wir haben gedacht, wie kann das nur gehen? Doch dann krabbelten auf unser Schiff 2 Schildkröten, die mir bekannt vorkamen. Es waren Herr Meier und Frau Schmidt. Und die haben gesagt, Die haben dann erzählt, ach, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht, deshalb sind wir euch gefolgt. Und wir haben unsere ganze Schildkrötenfamilie geholt, dass wir euch beschützen. Und so sind wir mit diesem Schildkrötenpanzer mutig zu den Piraten geschwommen und haben mit dem Schiff gefahren und haben sie gerammt. Und das Schiff ist, und ihr Piratenschiff, hat eine große Delle gemacht. Und es begann zu sinken. Und die Piraten schrien, nein, Hilfe, wir sinken. Und das Schiff sank. Und dann haben wir natürlich, selbstverständlich, haben wir dann gesagt, ihr könnt auf unser Schiff kommen. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr den Leuten all den Kaffee zurückgebt, den ihr geklaut habt. Natürlich versprachen sie es und wir haben ihnen Rettungsringe und Seile ins Wasser geworfen, sie auf unser Schiff gezogen. Und dann haben wir Schwarzmähne zur Rede gestellt. Haben gesagt, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Einfach allen Leuten ihren Kaffee klauen? Was denkst du dir denn so? Das geht doch einfach nicht. So kannst du es doch nicht machen. Und dann war er sehr traurig und sagte,
Dann war er sehr traurig und sagte, ja, aber ihr müsst wissen, niemand wollte mir Kaffee geben, weil sie immer gesagt haben, dass ich so gefährlich aussehe. Und immer wenn ich einen Kaffee bestellt habe in meinem Café, haben sie mich rausgeschmissen und gesagt, na, Löwen kriegen bei uns keinen Kaffee. Und dann haben wir ihn verstanden und dann hatten wir sehr Mitleid mit ihm. Es hat natürlich stark über die Stränge geschlagen. So, ich meine, es geht schon nicht, dass man jetzt einfach allen Leuten ihren Kaffee klaut. Aber dieser Löwe war sehr verzweifelt. Also haben wir den Kaffeevorrat, also den ganzen geklauten Kaffee, den sie auf ihrem Schiff mitgeführt haben, den haben wir dann noch vom sinkenden Schiff schnell geholt. Dann haben wir mit ihm ausgemacht, du, wir haben ihm dann auch ein Fass voll Kaffee gelassen. Das sollte ihm für die nächste Zeit reichen. Doch die 20 anderen Fässer Kaffee oder so, die sie dabei hatten, die haben wir dann mitgenommen. Und dann sind wir zurück zur Isla de Coco gefahren. Und als wir in den Hafen eingefahren sind, haben wir uns auf den Master gestellt, haben uns aufs Schiff gestellt und haben gesagt, hört, hört, wir haben den Piratenlöwenkönig Kapitän gejagt und den ganzen Kaffee mitgenommen. Und hier ist er. Und dann haben wir den Leuten ihren Kaffee zurückgegeben. Und wir haben ihnen auch die ganze Situation erklärt, dass sie mal ein bisschen netter sein sollen und auch dem Löwen ein bisschen Kaffee geben sollen, wenn er mal in ein Café kommt, so dass er nicht dazu gezwungen wird, alles zu klauen. Aber er hat sich auch ganz doll entschuldigt bei allen Leuten. Und dann war das auch alles wieder ganz gut und die haben die Entschuldigung angenommen. Und dann sind sie alle in die Taverne gegangen und haben eine große Feier gemacht. Und Jim und ich haben endlich unseren Kaffee bekommen. Puh. Das war wirklich ein spannendes Abenteuer. Ja, und dann sind wir weiter auf Löwenjagd gegangen. Und was für Löwen wir dann gejagt haben, erzähle ich euch vielleicht beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.